Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Folge von Dangl, kurz und bündig. Heute zum Thema Israel. Ein koscheres Fleischbällchen inmitten eines arabischen Piranha-Beckens? Nun haben wir also derzeit zwei kriegerische Konflikte, über die man in Deutschland nicht mehr vorurteilsfrei sprechen kann. Analysiert man die Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine rein strategisch, sieht in ihr einen Stellvertreterkrieg, eine Auseinandersetzung um die Erweiterung der US-Einflusssphäre in Europa, so wird man sogleich als Putin-Freund oder gar Putin-Versteher verunglimpft. Äußert man sich allerdings zum aktuellen Gaza-Konflikt nicht entsprechend der Vorgaben der Propagandazentren der Bunten Republik, so mutiert man sofort zum Antisemiten. Fakt ist, der Überfall einiger Hamas-Fanatiker auf friedliche Besucher eines Konzertes, deren Tötung, Verschleppung und Geiselnahme ist durch nichts, aber auch gar nichts zu rechtfertigen. Ebenfalls die Grundausrichtung der Hamas beim Überfall auf Israel. Aber die Politik Israels im Hinblick auf die Palästinenser war und ist keine friedliche. Blicken wir zurück in die Geschichte. 1948 wurde von den Vereinten Nationen die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung konzipiert. Das heutige Israel sollte ein Staat einerseits für die Palästinenser und andererseits für die Juden sein. Diese Zwei-Staaten-Lösung aber wird von der Existenz Israels und Ausrufung im Jahr 1948 an jedes Jahr ein Stück mehr seitens der Israelis, sprich der Juden, hintertrieben. Seit der Ausrufung Israels im Jahr 1948 findet eine schleichende Landnahme zugunsten der Juden, also der Israelis, und zulasten der Palästinenser statt. Dies einerseits durch kriegerische Auseinandersetzungen, andererseits aber durch ständig erhöhte Siedlungsprojekte von insbesondere orthodoxen jüdischen Siedlern. Aber das Ganze hat noch eine andere Seite. Die arabischen Israelis, die immerhin 2,1 Millionen an Bevölkerungszahl aufweisen, das sind mehr als 20% der Gesamtbevölkerungszahl, sind nicht einmal Bürger zweiter Klasse in Israel. Ja, sie werden an sich wie Aussätzige behandelt, denn für die meisten jüdischen Kräfte sind diese Araber nichts anderes wie potenzielle Terroristen. Israel spielt dabei bei der schleichenden Landnahme und dem Hintertreiben der Zwei-Staaten-Lösung der Vereinten Nationen ein gefährliches Spiel, denn, um ein Bild zu gebrauchen, ist die strategische Position Israels die eines koscheren Fleischbällchens inmitten eines riesigen arabischen Piranha-Beckens. Hier auf der einen Seite die technologische und militärische Überlegenheit Israels, beschützt durch den übermächtigen Freund aus Washington. Andererseits tickt für all die arabischen Anrainerstaaten die Zeitbombe der Demografie. Wir Deutschen sollten uns vor Augen führen, dass wir in diesem Konflikt nur verlieren können. Sollte es zu einer völlig übertriebenen israelischen Bodenoffensive kommen, so können wir uns sicher sein, mag auch das angrenzende Ägypten seine Glaubensbrüder nicht in millionenfacher Zahl aufnehmen wollen, die Buntlandfetischisten in diesem einst unserem Lande werden den Palästinensern, sprich Arabern, bestimmt erneut den roten Teppich ausrollen und wir werden in weiteren Teilen Deutschlands zahlreiche weitere hübsche Gazastreifen aufweisen. Sollte es aber, was äußerst unwahrscheinlich ist, dazu kommen, dass
das koschere Fleischbällchen im arabischen Piranha-Becken. Also unser geliebtes Israel nicht den Sieg davon trägt, so würden Millionen von Juden nach Europa fliehen. Einziger Vorteil gegenüber den arabischen Flüchtlingen, es wären hier mit überwiegender Zahl Fachkräfte, die zu uns kommen. Fluchtbewegungen aber in millionenfacher Zahl von der einen oder anderen Seite können nicht im Interesse Deutschlands sein, denn wir haben unsere Aufnahmekapazität längst erschöpft und in erfreulicher Weise ist auch der Aufnahmewille drastisch geschrumpft. Für uns Deutsche gibt es daher nur eine Devise: Wir müssen den derzeitigen Brand im Nahen Osten versuchen zu löschen und mit aller Kraft eine weitere Ausbreitung zu einem Flächenbrand im gesamten arabischen Raum verhindern. Bei aller verständlichen Solidarität für Israel aufgrund des widerlichen Angriffs von Hamas-Extremisten auf friedliche Bevölkerungsteile muss man sich aber unsere Interessen vor Augen führen. Es ist geradezu geisteskrank, allen Ernstes, das Existenzrecht Israels und seine Sicherheit zur Staatsräson zu erklären. Für wahrhaft deutsche Politiker kann es nur eine Staatsräson geben, nämlich Deutschland muss das Land der Deutschen bleiben. Das soll es für heute gewesen sein und, falls noch nicht geschehen, bitte abonnieren Sie diesen Kanal.